Jackies verrücktem Freizeitpark gibt es die schnellsten, krassesten und höchsten Achterbahnen der ganzen Welt. Oh mein Gott, Leute! Und in diesem Video testen wir jede einzelne Achterbahn aus. Es wird super verrückt, denn am Ende gibt es die höchste Achterbahn bis zum Weltraum. Ab geht es in den Achterbahnpark! Oh ja, wir fangen sofort an und damit, hey Freunde, schön, dass du dir eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und ich gebe dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute mal zusammen in Highest Rollercoaster und Roblox. Und in diesem Spiel, Freunde, Alter, was sind das hier für Autos, Junge, die hier auf dem Parkplatz stehen? Hier steht ein verdammter Stuhl auf dem Parkplatz. Junge, guck mal! Oh mein Gott, hier sind Schweine. Okay, wir kaufen uns aber erstmal hier direkt hier ein Speedcoin. Hier, let's go, damit wir schneller hier am Start sind. Oh mein Gott, die krasseste Achterbahn der Welt. Oh mein Gott, traust du dich das? Alter, wie hast du dich das getraut? Let's go, Freunde. Vitamin und ich verbringen heute einen Tag lang in Deckys verrückten Freizeitpark. Und wir werden uns alles freischalten. Wir werden uns jede einzelne Achterbahn heute zusammen anschauen. Und wir fangen erstmal chillig an bei... Okay, hier kann man sich so Merch kaufen oder sowas, ne? Ja. Und, aua! Okay, aber, alles gut bei dir? Ja, aber so Merch brauchen wir jetzt nicht, oder? Ja, okay, ich würde sagen, oh mein Gott, es gibt, Freunde, ihr seht es, es gibt Kopfüber-Achterbahn, es gibt Rainbow-Achterbahn, die höchste Achterbahn der Welt, es gibt einen Coaster des Todes, alles klar, und es gibt jede Menge zu entdecken. Okay, ich würde sagen, womit fangen wir an? Lass uns mal hier in die Richtung gehen. Hier. Okay. Oh, es gibt hier einen VIP-Bereich. VIP! Warte mal, wir sind VIP, oder? Ja, Freunde, ja, moin. Wir werden uns den VIP-Bereich freischalten. Let's go, Freunde, und like gerne das Video, wenn ihr auf jeden Fall mehr Achterbahn-Videos sehen wollt. Like! Ja, denn, Freunde, oh mein Gott, warte mal. Das letzte Achterbahn-Video mit dir, Vitamin, hat 1 Million Aufrufe geknackt einfach. Aber, Senti, warte mal, bevor wir los müssen wir doch erstmal die Information lesen. Es geht schon los, Vitamin, steig ein. Warte mal, die Informationen sind doch wichtig. Steig ein, wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay, und wir haben sogar eine POV-Sicht, das ist cool, ne? Ja. First Person gucken, aber ich würde sagen, Junge, wie langsam ist die denn? Ich weiß nicht, das ist eine Schneckenbahn. Oh, ja, dann würde ich sagen, 3, 2, 3, 2, 1. Okay. Ab geht's! Oh mein Gott. Okay. Ich hab ein bisschen Angst, muss ich sagen. Wie so lange kein Achterbahn mehr zusammengefahren, ne, Kollege? Ja, das ist, also die letzte ist schon eine Weile her. Und hier gibt's. Guck mal nach rechts. Da gibt's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Loopings! Was? Und ich guck nicht nach rechts, sondern ich guck nach unten. Junge, es geht hier komplett steil nach unten. Nein. Wir gehen in PV. Nein. Oh mein Gott, wie nice! Oh mein Gott, Freunde, was zum Teufel, Junge. Oh mein Gott, Junge, wie schnell ist die? Junge, ich liebe das Looping, richtig. Looping, ab geht es. Junge, es gibt so Adrenalinkick richtig, ne, mein Herz. Magst du Achterbahn fahren? Also jetzt im Ernst so? Junge, ich kann nicht reden, verdammt nochmal. Was willst du mit mir chillig reden hier? Weißt du, wie schnell das gerade ist? Ja, das stimmt, aber es gibt nichts Cooleres, als in einem Freizeitpark Achterbahnen zu fahren. Ja, schreibt das in die Kommentare, Freunde, ist es bei euch auch so? Ja, das ist halt das Coolste, was gibt. Gib mir ein POV, Junge, mir wird schlecht hier komplett. Junge, Alter, okay, tatsächlich. Ja, ich hab die ganze Zeit rausgezoomt, weil... Dann sehe ich immer uns beiden, wie wieder. Wow, Rumpfe! Ja, aber ich bin POV, damit ich dich nicht sehen muss. Okay, auch gut. Okay, let's go. Alter, Junge, wie lang die? Aber die ist schon sehr lang, muss ich sagen, oder? Opa! Ja, oh die Länge und so, die steht immer dran. Und jetzt kommen wir zum Ende. Und oh, wir bekommen sogar Punkte dafür. Und nochmal. Let's go! Chill! Junge, das war die erste. Junge, guck mal, hier gibt es immer so einfach 400 km/h schnell. Boah, 400 km/h, okay, Freunde. Das, hier sind die ganzen Stats. Wir werden natürlich nach und nach immer krassere, höhere und schnellere Achterbahn austesten. Wollen wir die nicht hier fahren? Ah, okay, es gibt hier noch eine, die habe ich nicht gesehen. Okay, let's go. Was sind hier für Stats? Warte. Looks cool in the dark. Nee, okay, also sieht cool im. Oh, ist eine dunkle Achterbahnfahrt. Ah, nein, du sollst unten rechts Nacht machen. Ich komm nicht hoch. Okay, Sandy, warte, die Bahn fährt Nacht. Schon. Okay, ich habe die Nacht aktiviert. Okay, Freunde, denn, Freunde, jede Achterbahn ist besonders. Es gibt Achterbahnen, die sind die schnellsten Achterbahnen. Es gibt Achterbahnen, die im Dunkel fahren. Es gibt alle, die im Weltraum sind. Also es gibt auf jeden Fall einiges zu entdecken. Okay, ich gehe irgendwie. Achterbahn im Weltraum? Ja, Junge, wir haben auf jeden Fall auf einen... Zieh deine Schutzrüstung an. Wir starten, Houston. genau so sieht das Ganze aus. Also super verrückt heute. Alter, guck mal nach unten. Guck mal nach unten, wie cool das aussieht. Junge, sind Sie jetzt schon im Weltraum? Ich fühle mich jetzt schon wie im Weltraum. Hallo?
Wo sind die Marsmenschen? Hallo SpongeBob, na, alles klappert hier. Oha, oh. Das sieht ja übelst nice aus. Geht, okay, ich glaube, die ist nicht so schnell, aber. Wow! Okay, doch, die ist sehr. Die ist nicht so. Ja, die ist aber wirklich. Aber die leuchtet so cool, schnell, ne? Das ist so mehr so eine chillige, coole, ne? Ja, Junge, guck mal, POV, was für chillig! Was geht ab? Ja, ich muss sagen. Super chillig Vitamin. Sieht sauer. Ja. Aber irgendwie sieht die cool aus. Von außen, wenn du so rauszoomst, sieht die richtig nice aus. Ja, das stimmt. Die sieht echt sehr cool. Vor allem mit den Farben und so, ne? Gefällt mir. So, jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Autobahn festhalten! Okay, let's go! Seid ihr bereit für eine neue Runde? Warst du schon? Wow. Ich will mein Geld zurück. Ich glaube, das war's. Ja. Ja, okay, aber egal, wie so lang. Punkt. Was können wir mit dem Punkt machen? Keine Ahnung, Punkt ist Punkt. Ja, okay, wir sind wieder auf Tag. Ich steig schon Feuer aus. Chill, wir warten bis zum Ende und jetzt, Freunde. Die Sicherheit steht natürlich an erster Stelle. Oh, was ist das? Big Loop? Ach, da ist auch noch eine. Big Loop, ja. Ah, Big Loop, okay. Oh, warte mal, wir sind die gelbe gefahren, ne? Ey, steig ein! Oh mein Gott, Oh mein Gott. Ey, ich will ja nicht sagen, aber du hast mich vergessen, Sandy. Oh, okay, warte, Freunde. Wir testen es von vorne aus. Ich fahr schon. Nee, steig aus. Ich fahr doch schon. Steig aus, ich bin extra für dich eingestiegen. Oh. Ja, wir müssen die jetzt nehmen, Sandy. Ja, okay. So, ich bin wieder am Anfang. Ja, Info. Okay, das ist eine andere Info, muss ich sagen. So. Wo bist du? Das sind jetzt alle VIP-Achterbahnen, die es hier gibt, ne? Ja. Okay, krass. Moin. Na, Junge, einfach auf die Schienen gehst du. Ja, es kommt ja. Wir müssen jetzt die ganze Zeit warten, bis eine kommt. Oder wir fahren so. Ich meine. Ach so. Guck mal, ich kann auch mit meinen Füßen fahren. Ich weiß nicht, ob das so. Ciao! Nein. Ich glaube, ich bin immer unterwegs, ja? Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich wurde übelst nach oben katapultiert! Spawn nicht wieder! Ich steig ein, Vitamin. Oh nein. Nein! Ist da. Okay, ich warte. Nein! Okay, ich steig ein. Ja, fahr! Nein, fahr! Okay. Ich steig ein! Nein! Ich konnte nicht fahren! Okay, wir warten noch rum. Ah, Sandy, aua! Oh mein Gott, die hat mich weggescheuert! Okay, chill, entspann dich, Junge! Das soll ein chilliger Ausflug werden! Ich will nicht, dass einer hier im Krankenhaus landet! Junge, Der ist gespawnt wieder! Steig ein! So schnell komme ich da jetzt nicht hinter! Ja, okay, dann warte ich wieder! Alles gut! Okay, steig ein! Hä? Steig ein! Ja, der ist schon weg! Ach so. Noch ein paar technischen Schwierigkeiten. Geht es jetzt endlich los? Oh, durch den coolen Tunnel. Oh mein Gott. Das ist halt der Big Loop. Jo, das ist der größte. Okay, das ist die Achterbahn mit dem größten Looping aller Zeiten, ne? Cool, wow. Okay, let's go. Okay, wie sieht es bei der Nacht aus? Okay, ja, das ist krass. Oh, Alter, ich sehe sogar eine Rainbow-Achterbahn haben wir, ne? Dort drüben. Und guck mal ganz rechts, krass, wie hoch die in den Himmel geht. Oh mein Gott, Freunde, schaut euch das Ganze, Mann. Die Achterbahn werden wir alle austesten. Okay, ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen Angst. Wie sieht es bei dir aus? Ich muss sagen, die war jetzt nicht so cool. Ja, Junge, du steigst immer vorher aus. Ja, das war die Achterbahn mit dem größten Looping. Ich will nicht bis zum Ende fahren. Das Ende ist immer das Langweiligste, deswegen steige ich vorher aus. Okay, let's go. Okay, wir haben hier. Hier haben wir alles ausgetestet. Ja, das ist sehr gut. Da würde ich sagen, ab geht's, Freunde, in den Freizeitpark. Wieder. Hä? Ich komme nicht rein? Hier, okay. Let's go, wieder. Okay, oh mein Gott, was ist das hier? Top Speed 450. 450, okay, das ist die schnellste Achterbahn. Der schnelle Boy. Okay. Let's go. Wo steigst du immer bei Achterbahn ein? Immer erste Reihe, oder? Beste? Wenn man kann und darf, ja. Ja, dann sieht man alles. Hat man die beste Aussicht, ne? Und dann geht's richtig schnell ab. Das ist hier so mit Ray-Start übrigens, ne? Okay, dann würde ich sagen. 3, 2. Es geht direkt los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Let's go. Woohoo. Es geht nach unten. Oh, Alter, wie cool das aussieht. Die ist cool. Holy. Das war's? Ja, Mann, der Hände war doch trotzdem cool. Ja, okay, aber die war so cool, dass ich hätte gerne mehr gesehen, weißt du? Ja, das stimmt. Aber 54 km/h, okay, das bedeutet, das war bis jetzt die schnellste Achterbahn, die wir jemals ausgelöst haben. Oh mein Gott, es gibt hier einen Brunnen. Ja, und? Also, was ist hier? Wir sind hier im Achterbahnpark. Was willst du mit dem Brunnen? Junge, der sieht cool aus. Let's go. Okay, ab geht's. Oh mein Gott. Welche möchtest du? Die höchste testen wir zum Schluss aus, okay? Die allerhöchste. Die hier? Kopf. Oh nein, Vitamine. Kopf über, ja. Okay, ich spawne neue. Boom. Können wir gerne machen. Können wir sehr, sehr gerne machen hier. Okay, ich steig einfach ein. Okay, nein, vergiss es. Ja, wow. Okay, wir spawnen hier. Alter, und das, die geht kopfüber. Ja, ich spawne eine neue. So, komm, rein. Okay, wie steig ich überhaupt ein? Ja, gegenlaufen. Alles klar bei dir? Na, hängst du öfter hier rum? Oh, mir wird schwindelig. Es geht nicht mal los. Junge, hä?
Wir sind kopfüber und deine Sabber läuft trotzdem nach oben. Das macht gar keinen Sinn. Warum nicht? Oh mein Gott. Vitamin, ich will raus. Wow. Oh mein Gott, warte, wie sieht's in POV aus? Alter, yeah. Holy und unter uns ist einfach kein Boden. Alter, wir sind einfach kopfüber hier. Alter, okay, da wird einem richtig schwindelig, muss ich sagen. Was ist das für, von wo endet die Achterbahn, Vitamine? Warte mal. Nein. Ins Nichts? Nein. Vitamine? Oh. Nein. Nein. Hä? Was? War das unsichtbare Schienen? Junge! Jo, wie cool. Als ob. Gibt es sowas echt? Unsichtbare Schienen? Keine Ahnung. Ich steig aus. Ciao. Nein. Warte, Junge, ich mach Kopfstand. Okay, ich steig auch raus. Au! Nein! Deswegen Aua. Bin ich eher ausgestiegen. Mein Kopf! Ja, viel Spaß dann da. Ciao, bitte, ciao. Bitte helfen Sie mir. Ich will nicht auch eine Runde. Nein. Ciao, ich geh nochmal weiter, ja? Ich bin raus. Okay, ich hab's geschafft. 2500 Meter, okay, 220 km/h war sie. Okay, die war auch cool, muss ich sagen. Oh, was ist das hier? Eine Boombox, wow. Okay, das ist die höchste Achterbahn der Welt. 10.000 Meter in die Höhe. Alter, es gibt hier sogar Shops, ne? Schau dir das mal an. Ja, guck mal, hier bin ich. Aber ich glaube, im Shop kann man nichts kaufen. Nee, warte mal, hier gibt's einen Lego-Shop. Moin, schönen guten Tag. Ich hätte gerne einen Lego-Stein. Okay, ist cool. Mit so ein paar Lego-Bricks und so. Ich will so ein Lego-Auto, bitte. Oh, ich hab den Verkäufer erledigt. Wie hast du das gemacht? Sorry. Ja, der liegt hier. Ich hab nichts damit zu tun, okay? Geh weg. Ich glaube, sie sollten dann schnell weg hier. Community Galerie. Oh, wir sehen sogar Fotos. Wie cool. Kennst du das? Bei Achterbahn haben wir immer so Fotos gemacht, ne? Ja, das stimmt. Warte mal, ja. Okay, das ist hier eine Fuchsgalerie. Wow. Bilder von. Ey, hier ist Tails von Sonic, ne? Stimmt. Warte, stell dich mal daneben. Sieht auch aus wie ein Fuchs. Warte, ich bin da. Okay. Und da haben wir den seltensten Fuchs, Vitamine. Ich finde den hier oben cool. Von wo der kommt mir auch bekannt vor, muss ich sagen. Okay, und wir haben eine Katzengalerie. Katzen sind cool, Freunde. Like das Video, wenn du Katzen magst. Und also, habt ihr noch nicht das Video geliked? Miau. Oh ja, let's go. Okay, und dann würde ich sagen, oh mein Gott, Giant Drop Tower. Vitamine, ist du ready für den Freefall Tower? Jo, natürlich! Okay, dann würde ich sagen, oh mein Gott, Freefall Tower. Es geht so nach oben und dann geht's nach unten, ne? Oh! Oh mein Gott. Let's go, es geht nach oben! Oh mein Gott. Oh, Junge, wie hoch? Wie hoch geht? Vitamine, Alter, der geht richtig hoch. Nein, stopp. Ich will raus. Okay, spring. Oh mein Gott, schaut euch mein POV an. Oh mein Gott. Okay, wir sind am höchsten Punkt. Schaut euch das Ganze an. Sandy, oh, es geht noch höher, ja. Ich spring raus von oben. Nein. Bist du verrückt? Nein. Ich springe. Oh mein Gott, nein. Vitamine, halt dich gut fest, Junge. Das ist der größte Freefall Tower in Roblox. Oh mein Gott. Okay. Ich springe. Nein. Nein, hör auf! Zwei! Nein, hör auf! Wann geht das Ding überhaupt runter? Gibt das überhaupt eine Warnung oder sowas, wenn es runtergeht? Ja, jetzt. Und ich springe, wenn es runtergeht. Hä? Es passiert ja gar nichts. Ja, das ist der Überraschungseffekt. Oh. Nein. Hä? Oh! Ah! Junge, ich falle! Du bist hier gelandet. Wie cool war das denn? Alter, das war nice. Alter, war so richtig schnell nach unten. Alter Schwede. Okay, das hat mir Spaß gemacht, aber... Ja, das war cool. Nochmal mache ich das nicht, ey. Das war mir zu viel. Tatsächlich habe ich ein bisschen Höhenangst. Warte mal, was ist das denn hier? Du hast Höhenangst? Weißt du gerade, dass wir auf der höchsten Freizeitpark der ganzen Welt sind? Vitamine, hör auf. Ja. Geh weg. Warte mal, kann ich hier drauf? Jo! Boing. Kann man den Knopf aktivieren? Okay, ich glaube, wir sollen hier nicht sein. Sonst werden wir gleich rausgeschmissen aus dem Freizeitpark. Warte mal. Let's go, Freunde. Rainbow. Ja. Okay, da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Die habe ich schon die ganze Zeit gesehen. Darauf habe ich Lust auf jeden Fall. Schaffen wir doch 4000 Meter? Okay, 240 Meter in die Höhe und Topspeed 270 km/h. Okay. Wir steigen vorne ein, Vitamine. Alter, mit dicken Probel drin. Bitte ein bisschen professioneller, okay? Das sind eure professionellen Achterbahn-Tester, Vitamine und Zentex. Und ich würde sagen... Zentex, hat keine Ahnung von Achterbahn fahren. Was für Profis. Okay, ich probier's wenigstens... okay, dann würde ich sagen... Let's go, okay, wir gehen POV. Okay. Ich kenne schon diese Achterbahn. Die geht am Anfang immer so hoch, weißt du? Ja, das wäre cool bei der Achterbahn, dass man von oben nach unten fährt, oder? Ja, aber dass die so richtig hoch gehen am Anfang und dann droppen die runter, dann eskaliert das komplett und dann schreit man wie ein Mädchen einfach rum, weißt du? Oh mein Gott! Es geht los, Freunde! Wow! Es gibt sogar Loopings. Warte mal, ich habe gerade meinen Popel. Sandy, der ist gegen deiner Stirn. Ey! Was machst du, Kiwi? In POV sieht es auch cool aus mit den Rainbow-Farben. Wieso gibst du was nicht in echt eigentlich? Das ist bestimmt eine Rainbow.
Ja? Friends Rutsche. Eine Rainbow Friends Achterbahn, meinst du? Ja, ich denke, oder? Ja, ja. Aber das war schon? Ja, die war echt kurz, muss ich sagen. Also die ging echt kurz. Vor allem kennst du bei Freizeitparks, hier geht's ja noch, aber da muss man immer stundenlang anstehen und dann fährt man so 2 Minuten und dann ist es so wieder zu Ende, weißt du? Ja, und dann stellst du dich wieder eine Stunde an. Ja, das ist echt, das harte Leben. Obwohl hier gar nicht so viele Leute sind, wir fahren immer alleine. Ja, wir haben ja auch den VIP-Pass. Nee, das liegt daran, dass wir stinken, deswegen will keiner mit uns fahren. Wir sind hier in den Freizeitpark eingebrochen, aber das darf eigentlich keiner wissen, Freunde. Let's go! Okay, ab geht es. Was gibt es hier noch zu entdecken? Das ist die größte, die du da... Oh. Hier hinten gibt es noch welche. Guck mal. Der Wooden Coaster. Wo bist du? Ich hab mich verlaufen. Ich glaube, hier gibt's... Ah. Oh mein Coaster Gott. Coaster of Death. Warnung, du wirst erledigt? Ja, los! Was ist für eine Warnung? Let's go, das ist doch cool. Warte. 1800... Die Länge ist 1800 Meter. 120 Meter in die Höhe. 700 km/h. Vor allem, hier steht nicht Sicherheitswarnung, hier steht einfach, du wirst eh erledigt. Betreten. Wollen wir noch einsteigen oder nicht Alter, mehr? Hier ist ein Skelett, guck mal, der wurde erledigt. Oh mein Gott. Dead. Aber warum heißt der Dead? Also, das bedeutet, dass er erledigt wurde. Okay, wieder. Ja, aber heißt es nicht Dead? Achso, steht da Dead? Dead. Oh, Dead. Oh. Ich weiß auch nicht, aber. Okay, wieder, wie sollen wir das Ganze betreten? Alter, ich leuchte. Oh mein Gott, ich aktiviere sogar die Nacht. Das ist die Todesachterbahn. Alles gut? Lebst du noch? Ich wollte ein bisschen Spannung machen. Ich bin auch runtergefallen. Okay, steig ein! Oh mein Gott, okay, ab geht's. Mach, dass es auch Nacht ist. Hab ich. Okay, ich sitze drin. Oh mein Gott, Freunde, Vitamin, das ist die letzte Fahrt. Wenn du jetzt noch was sagen wolltest, dann sag es mir jetzt. Das sind deine letzten Worte. Oh mein Gott, das ist die Todesachterbahn. Oh mein Gott. Let's 700. Go! Wir fliegen! Was? Oh mein Gott. Wir wurden erledigt, ne? Ja, wir sind. Das war's mit uns. Ja, das war's. Was ist das denn für eine Achterbahn, ey? Also, oh mein Gott. Trotzdem war sie cool. Okay, lass mal hier schon. Wo waren wir? Kopfüber waren wir. Rainbow. Okay, die höchste Achterbahn machen wir zum Schluss. Der schnelle Boy. Wir müssen noch hier lang. Wir müssen noch nach links. Das Small Boy oder so, ne? The Wooden Coaster und The Giant. Ah, nee. Hier, wir müssen einfach jedenfalls noch dahinter. Ja, alles klar. Ich folge dir. Ich folge dem Freizeitpark-Anführer Vitamine. Ich habe doch gar keine Ahnung, wo wir sind. Ja, alles klar. So, einmal alle aus dem Weg. Hier kommen Vitamine und Zentex, die professionelle. Freizeitpark, Tesla, naja, lass uns nicht das professionell nennen. Wieso? Weil wir nicht professionell sind. Oh, steht sogar more coming soon. Es wird sogar bald noch mehr Achterbahn gehen. Okay, Small Boy. Okay, das ist so eine kleine Achterbahn, 620 Meter und so. Ich habe das eher so für die kleineren Leute gemacht. Was? Das ist was für Babys wie dich? Nee, wie dich. Und? Okay, die ist chillig. Guck, da ist eine Quietschente im Wasser. Okay, es geht los. Es geht los, ab geht die Post. Auf geht's, 3 Tage wach. Hey, passiert hier noch was? Ich glaube jetzt. Oh. Yeah! Wow, okay. Oh, First Person sieht aber schon schnell aus. Und wir sind fertig. Wow. Ernsthaft? Ja. Das war's? Okay, die war echt klein. Also. Junge, dafür kommt jetzt der... Bodencoaster. Oh mein Gott. Okay, das war so eine kleine chillige. Das war die Ruhe vor dem Sturm. Ich glaube, erstmal kommt die hier sogar. Was ist denn das hier? Was ist das hier? Coaster. Wir stellen uns mal die Warteschlange an. Jo, das ist doch der Bodencoaster. Danke. Was? Ah, nee, das ist gar nicht der Bodencoaster. Was ist das für eine? Kennst du die nicht? Doch. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Oh mein Gott, wir haben uns keine Daten durchgelesen. Das bedeutet, die könnte ultra schnell werden, ne? Tatsächlich gab es, glaube ich, gar keine Daten zu der. Echt? Oh, das ist so eine geheime Achterbahn. Ja, ich glaube, aber die sieht irgendwie cool aus. Wow, das ist ein bisschen so eine Rodelbahn oder irgendwie sowas. Ja, das ist so wie, so eine Rodelbahn. Ja, weil die hat keine richtige Schiene. Okay, wir gehen First Person. Oh, links, gerade runter. Wow. Rechts runter, rechts, links, geradeaus. Vor allem, die ist so ein bisschen in den Berg reingebaut. Und okay, so lang war die jetzt auch nicht. Ja, naja, das waren ja so ein paar chillige. Weil Vitamin, es kann ja auch nicht nur krasse Achterbahn geben, weil es gibt auch so ein paar Weicheier wie dies zum Beispiel. Ey, wir kürzen einfach ab. Okay. Gib es nur noch die Holzachterbahn und dann kommt die höchste Achterbahn. Guck mal nach oben. Guck mal nach oben. Oh Alter. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, Freunde. Freunde, like das Video. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze aussetzen soll, aber wenn ihr alle das Video liked, dann überlege ich es mir nochmal. Aber, okay, wir kommen zu der Holzachterbahn. Alter, kannst du alleine fahren, Mann. Holzachterbahn, 6700 Meter Länge, okay. Ja, die ist schon relativ lang, ne, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Hey, das ist jetzt hier die längste Achterbahn der Welt. Mal schauen, wie schnell das Ganze wird. Oh! Es geht sogar durch so eine Höhle und so. Das klingt cool, okay, ne? Okay, 2 Minuten Cooldown. Wir müssen auf unsere Achterbahn warten. Ja, alles klar. Können wir uns nicht so Popcorn oder sowas holen? Gibt es hier nicht so Essensstände oder so im Freizeitpark? Nö. Wow.
Oh, sie ist gespawnt. Alle Mann, einsteigen. Viel Spaß steht dort. Oh, danke, werden wir haben. Oh, Alter, guck mal, die Rainbow-Rutsche fährt sogar über uns hier, die Rainbow-Achterbahn. Oh, ich habe jetzt schon Angst vor der höchsten Achterbahn der ganzen Welt. Oh, sollen ja. wir das wirklich tun? Bist du dabei? Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Ja, wenn, dann müssen wir beide da durch, okay? Ja, okay. Aber Freunde, okay. Lasst dafür ein Like da. Oh, yeah. Und, oh mein Gott, okay, okay. Jetzt geht das so schön. Okay, Alter, das geht aber ziemlich hoch nach oben, ne? Ja, ja, okay. Hast recht. Das ist so eine Achterbahn aus Holz einfach, ne? Schön geschnitzt aus Holz. Ich muss sagen, Pinocchio. Ist, selten eigentlich noch eine Achterbahn aus Holz, oder? Ja, die ganzen, ja, weil, wegen dir. Weil jeder will so die schnellsten, die höchsten, die krassesten Achterbahn sehen, weißt du? So eine Holzachterbahn ja. ist eher so chillig. Aber warum wegen mir? Du sagst doch selber, du magst keine langsamen, oder? Wie bitte? Egal. Wie geht's dir so? Schlecht. Und warte, was steht da? Komm, chill mit mir. Komm, chill mit mir. Jo, soll ich aussteigen? Nein. Gefahr? Oh. Gefahr? Oh mein Gott. Gefahr! Oh nein. Wow! Yeah, ab geht's die Hände in die Höhe! Gib die Hände in die Luft, Freunde! Yeah, ab geht es! Oh, die Holzachterbahn ist cool, muss ich sagen. Oh! Was ist das so eine. Wow! Es geht sogar nach unten und so und die Höhle. Oh! Diamanten! So ist das Ganze, Mann. Okay, das war bis jetzt mal. Das sah richtig cool aus. Wow. Ab geht es. Let's go. Sind wir stehen geblieben? Warte mal. Oh mein Gott, es geht in den Berg rein? Oh nein, ab geht es in den Berg. Ab geht es. So, jetzt werden erstmal ein paar Diamanten gefarmt. Alle mal aussteigen. Let's go. Okay, das war's aber schon. Aber die war schon länger. Ja, war's guck mal. Schon? Ja, wir bekommen hier Punkte. Was können wir eigentlich mit den Punkten machen? Keine Ahnung. Okay, lass mal schauen. Wie hast du? Wie hast du? 16 Punkte habe ich. Punkte. Okay, da würde ich sagen, let's go. Okay, wieder mehr. Es gibt noch eine letzte Achterbahn. Ich würde sagen, Freunde, das war's jetzt mit dem heutigen Video. Wir haben wirklich jetzt die krassesten und besten Achterbahnen ausgetestet. Oh mein Gott, Vitamine, wir müssen. Ich hab's am Anfang versprochen. Wir müssen da zusammen durch. Ich meine, gibt es irgendwas, was wir nicht zusammen geschafft haben? Ja, die höchste Achterbahn der Welt. Ja, aber die Challenge müssen wir aufnehmen. Okay, ich würde sagen, es ist Zeit, Freunde. Die höchste Achterbahn der Welt. Alter, die ist 10.000 Meter hoch. Junge, 10.000 Meter sind 10 Kilometer, ne? Ja, und wir müssen... Das ist größer als der Mount Everest, als der größte Berg der Welt. Alter, die ist gerade losgefahren. Wir müssen einfach 4 Minuten warten. Oh, ja, egal. Ich bereite mich mental auf diesen Moment vor. Oh, wir können ein Lobby machen in der Zeit. Ja, weißt du was? Ich gehe tatsächlich noch vorher noch auf Toilette. Ja, ich muss nicht mehr mittlerweile. Das hat sich auch schnell erledigt. Aber let's go. Okay, wir machen ein Lobby. Boom. Okay, boom, guckt euch das Ganze mal. Alter, bist du ready? Was sind so deine Gedanken? Wow, wir haben gewonnen. Meine Gedanken sind einfach in die Hosen machen und ganz schnell abhauen. Freunde, ich hab's gewonnen. Es geht los, ja, ich auch. Die höchste Achterbahn der Welt. Okay, bist du bereit, Sandy? Nö. Ich aber. Let's go! Oh mein Gott, okay, die sieht sogar harmlos aus, ne? Ja. Sie sieht harmlos aus. Man denkt so, ach, es ist eine chillige Achterbahnfahrt. Was also wird schon schief gehen? Ich denke mir einfach nur, hoffentlich fliegt mein Popel nicht raus. Oh mein Gott, Freunde, das ist die höchste... Alter, oh mein Gott, schau mal. Oh mein Gott, ich habe mich nicht viel raus. Jetzt ist es zu spät. Bist du bereit? Bist du bereit? Nein. Bist du bereit? Ich bin bereit. Oh mein Gott, Alter, wir fahren jetzt erstmal nach oben. Oh mein Gott, wie hoch geht es denn jetzt schon? Alter, aber es geht schnell, ne? Es geht schnell hoch. Die Frage ist, bist du bereit? Nee, ich bin alles, aber nicht bereit. Nicht bereit für diese Achterbahn. Also wir haben viele Achterbahnen ausgetestet, muss ich sagen. Wir waren in vielen Freizeitparks, aber so eine Achterbahn habe ich noch nie gesehen, muss ich sagen. Oh mein Gott, es geht hoch. Es geht so weit nach oben. Das stimmt, aber wie hoch wird es wirklich gehen? Junge, ich seh den Freizeitpark schon fast gar nicht mehr. Guck mal, wie dunkel das ist. Alter, guck mal in der Nacht. 2000 Meter sind wir jetzt schon hoch. 2000 Meter und oh mein Gott, das ist jetzt schon mega hoch. Ja, das ist jetzt schon die höchste Achterbahn, wo wir jemals drauf waren. Und es geht noch, oh mein Gott, es geht das Stück hoch, Freunde. Da geht's hier hoch, da geht's da hoch. Und okay, Vitamine, ich will raus, aber jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Noch kannst du rausspringen. Was denn? Noch kannst du rausspringen? Siehst du, als wären wir gerade 5 Meter unter dem Boden oder so. Guck dir das mal an. Ja, ist doch fast, oder? Oh mein Gott, es geht nach oben, Freunde. Es geht los. Ich hab Angst, Freunde. Es geht los. Und dann werden wir richtig krass runterdroppen einfach. Wie viel Meter? 4000. 4000 Meter sind wir mittlerweile in der Höhe. Okay. Wie hoch geht es? 10.000, ne? Ich glaube 10.000. Das bedeutet, das, was wir jetzt gefahren sind, nochmal das Doppelte drauf.
Wie lange Junge. Werden wir wohl runterfahren? Oh mein Gott, ich glaube nicht lange. Ich glaube nicht, dass wir lebend unten ankommen werden, muss ich dir ehrlich gesagt sagen. Also ich will unten ankommen und du? Ja, das ist auf jeden Fall auch mein Ziel, das Ganze zu übernehmen. Aber ich glaube, wir sind gleich bei der nächsten Stufe ankommen. 6000, ne? Okay, wir sind 6000 Meter in der Höhe. Oh mein Gott, und es geht noch höher. Junge, wir sind gleich im Weltraum. Wir können gleich den Mond noch besuchen. Oh Mann, ey. Werden wir den Mond sehen? Alter, ich sehe nicht mal den. Siehst du den Freizeitpark noch irgendwo? Doch, warte mal, ich sehe da oben den Mond. Ich sehe unten den Mond. Nee, oben. Oben? Ich sehe die Sonne oben. Nein, das ist der Mond. Oh, schau mal. Oh mein Gott, das ist der Mond tatsächlich. Freunde, wir fahren auf den Mond. 7000 Meter sind wir in der Luft und wir fahren jetzt. Alter, wir fahren wirklich zum Mond. Oh Mann, ey. Das könnte ein kleines Problem werden. Hast du Sauerstoffmasken mit? Nee. Na dann. Warum lebst du dann noch? 8000 Klötze. Es geht weiter. Und, oh mein Gott, ich hoffe, wir sind gleich oben angekommen, ne? Ich glaube, 2000 Meter fehlen noch. Okay, Vitamine. 9000 Meter. Okay, noch 1000 Meter. Der letzte Kilometer, Freunde. Schaut euch das Ganze mal an. So weit nach oben sind wir gefahren. Okay, also ich wusste, das wird die höchste Achterbahn, aber dass wir so fahren, das wusste ich. Wir sind einfach auf dem Mond. Moin. Warte mal, wer wohnt denn hier? Oh mein Gott, 10.000 Meter. Wir sind auf dem Mond. Wie ist er denn hier hochgekommen? Oh mein Gott, okay, Vitamine. Aber jetzt kommt das Schlimmste. Oh, halt dich fest. Oh mein Gott. Die höchste Achterbahn in Roblox. Let's go. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Es geht runter. Alter. Oh mein Gott. Ey, wo landen wir eigentlich? Aua. Wo sind wir? Lebst du noch? Ich weiß nicht. Sind wir... Warte mal, ist Handy? Sind wir im Himmel? Let's go nochmal! Yeah, das war das Geilste, was wir jemals gemacht haben. Oh mein Gott, Junge, was war das für eine Landung? Wir sind hier in einem Krater gelandet. Wie cool. Ey, ich muss sagen, ich hab's mir viel schlimmer vorgestellt. Ey, das war richtig cool. Das war wirklich cool. Warte mal, was ist denn das hier für ein Monster? Ist es Grimace? Alter, Grimace Shake! Junge, Grimace, was geht? Junge, das ist der dicke Grimace. Nach 20 Shakes. Ja, was geht ab, Kollege? Der hat auch schon den Bauch voller Grimace. Oh ja, aber Freunde, ich denke mal, das sollte es jetzt gewesen sein. Wir haben jetzt wirklich einen Tag lang den verrücktesten Freizeitpark mit den krassesten und schnellsten und höchsten Achterbahnen der ganzen Welt ausgetestet. Und das am Ende war wirklich die höchste und krasseste Achterbahn, die ich jemals in meinem Leben gefahren bin. Teddy? Ja? Warte, ob wir echt sind, der Grimace. Nee, antwort ihm lieber nicht. Nee. Antwort ihm lieber nicht. Und ich muss sagen, Freunde, das war heute Video. Ich hoffe, dir das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch rein Teil der Celtic-Savi. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.